solange wir noch keine Algorithmen sind. Das Contract Vault, unser fantastischer Hauptsponsor, wäre Ihnen sehr geneigt und Ihnen zugleich sehr dankbar, wenn Sie das ausfüllen würden, weil es für Sie wertvoll ist. Und gleichzeitig können Sie damit 100.000 VLT-Tokens gewinnen. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Der Sponsorentisch steht dort hinten auf dem Weg hinter dem Kaffee und geben Sie netterweise im Laufe des Nachmittags noch Ihre Zettel ab. Wir haben den Tag damit angefangen, einen Blick in die Zukunft zu nehmen, und den wird jetzt Stefan Breidenbach intensivieren. Es ist seine Prognose auf die Frage, was uns alle oder vielmehr Sie hier im Raum erwartet. Unter dem großen Stichwort Embedded Law setzen wir jetzt die nächste Viertelstunde. Ja, Stefan, floor is yours. Sagst du mir den letzten? Okay, Thema Embedded Law. Ich vermute mal, die meisten können mit dem Thema nichts anfangen, aber wir haben den ganzen Tag uns eigentlich darauf vorbereitet. Weil wir haben immer wieder gehört, dass ein Thema steht im Vordergrund, und das ist Standardisierung. Und ich glaube, dass die Standardisierung wird dort landen, was hier steht. Embedded Law ist die Zukunft der industriellen Rechtsdienstleistungen, und ich möchte Sie mit ein paar Gedankenschritten versuchen, darauf hinzuführen. Also, fangen wir in der Gegenwart an. Software is eating the world, sagt Marc Andreessen. Und die Frage ist, frisst Software auch Recht? Die Arbeitsgruppe, die ich gerade hatte, die Breakout-Gruppe, hat gesagt, klar, natürlich frisst Software Recht. Es wird fast, nicht alles, aber fast alles digitalisiert. Also wir haben es mit Recht digital zu tun, der nächsten Generation. In der Computersprache ist Sprache wet code, nasser Code. Sprache ist ambiguous, die Sprache ist nicht präzise, so sagt man jedenfalls. Und wir Juristen arbeiten nun mal mit Sprache. Dry Code dagegen ist der harte Programmierercode, und wie wir von Manon heute gehört haben, auch nicht so dry, wie es so aussieht. Manchmal kommt dann so ein Ding daher und da steht was anderes, ganz anderes drin, als was man erwartet. Außerdem den braucht man sehr viel mehr als Sprachkenntnisse, um das zu lesen. So, die Frage ist, wird aus Wet Code Sprache Dry Code, wird aus Sprache standardisierte Sprache, dann aus standardisierter Sprache Programmcode, und der ist dann auch noch standardisiert auf der Blockchain, und dann haben wir die standardisierte Welt. Das ist die Frage. So, für mich ist es nicht die Frage, ob das passiert, sondern für mich ist die Frage, wann das passiert. Winter is coming, heißt das Motto für Juristen. Oder jedenfalls für die Juristen, und das ist ja das Motto von Game of Thrones, die sich auf den Winter und das, was da kommt, nicht richtig vorbereitet haben. So, Recht sind Regeln. Und Regeln haben eine innewohnende Tendenz, weil Regeln nun mal Regeln sind, und Regeln sind das, was Code ausmacht. Also Recht ist geradezu dazu prädestiniert, Code zu werden. Und nun haben wir den Koalitionsvertrag, dieses Monument politischer Weisheit zur Erhaltung des Throns. Und da heißt es drin, wir werden alle bisherigen und zukünftigen Gesetze auf ihre Digitaltauglichkeit überprüfen und e-Government fähig machen. Denkt man, hurra, die sind in der Zukunft angekommen. Wenn man natürlich ein bisschen politische Sprache lesen kann, dann steht dann überprüfen drin, und überprüfen, oh mein Gott. Ja, aber das steht nun mal da drin, und ich sage, ja, aber wie? Wie machen wir das denn? Ja, wie digitalisieren wir denn dieses Zeug? Mit proprietärer Technik? Ich wüsste da ein paar Großkonzerne, die bereits jetzt ihre Truppen in Stellung gebracht haben. In Silos, also auch Datensilos. Ja? Oder machen wir das Ganze offen? Das haben wir ja heute Morgen schon gehört. Transparent und kostengünstig. Weil die Silos, die sind natürlich teuer, weil sonst wären es ja keine Silos. Und wollen wir das Ganze auch noch upgedatet durch Open Source? Ja, wenn wir das alles wollen, dann ist das Ergebnis, das müsste natürlich auf einer Blockchain passieren, aber auf einer offenen Blockchain. So, wenn wir das überhaupt machen wollen. Deswegen, These 1, Recht wird digital. Natürlich nicht alles, aber das meiste. Das ist unumgänglich, weil Recht Regeln sind. Zweite These, besser mit der Blockchain als in Silos. Ganz einfach. Was sind die Voraussetzungen dafür? Naja, das hat Florian heute Morgen schon gesagt. Wir brauchen einen staatlichen Rechtsrahmen. Wir brauchen einen staatlichen Rechtsrahmen, um seine Formulierung zu verwenden als Protokoll auf der Blockchain, weil sein Name steht dahinter, weil er mich in Diskussionen, irgendwann hat es bei mir auch geschnallt, dachte, ja natürlich, wir brauchen auf der Blockchain ein Protokoll, und dieses Protokoll muss
den staatlichen Rechtsrahmen so widerspiegeln, dass ich auf der Blockchain das machen kann, was ich auch im Leben draußen machen kann. Nur standardisiert und eben mit Code. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil sonst haben wir zwei Räume, die sich auseinanderwechseln, auseinanderdividieren und Hunderte oder Tausende von Juristen, die mit den Problemen umgehen, die das macht. So, wenn wir das alles tun, ich habe so ein Zitat gefunden von Lisa Foster, die hat einen Job in Amerika, die ist Director for the Office of Access to Justice, also ein Büro für den Zugang zum Recht, das muss man sich mal geben. Ja? Das sieht wahrscheinlich in Amerika anders aus als diese Verbraucherschutzbehörde von dem Max Schrems. So, und was hat sie gesagt? Ich übersetze es jetzt gleich. Sie hat gesagt, bisher haben wir rechtliche Institutionen gebaut für Gerichte, für Richter, für Anwälte. Und dann sagt sie, what if we pressed the button and focused on the profession, not on the professions and the courts, but on the people. Also wie wäre es, wenn wir auf die Leute fokussieren? Wie wäre es, wenn wir den ganzen Rechtsraum einfach nicht mehr für Anwälte und Gerichte bauen oder für professionelle Juristen, sondern wenn wir das von der, jetzt sage ich es mal anders, von der User-Perspektive her entwickeln. Wenn wir Recht für Menschen machen. Ich fände das jetzt mal eine gute Idee. Dafür brauchen wir, These 3, einen Prozess. So, dieser Prozess muss uns zeigen, wie wir aus Wet Code Dry Code machen und das Ganze auch noch benutzbar machen. Und dafür brauchen wir im ersten Schritt etwas, was Fabian vorhin auch schon gesagt hat und Manon hat es auch gesagt. Und in der Arbeitsgruppe hat es auch schon ein Technikprofessor gesagt, dessen Namen ich leider nicht wusste. Wer waren Sie? Sie waren das, genau. Wir brauchen Kommunikation. Wir müssen zwischen Legal Engineers, Juristen, Programmierern, Prozessfachleuten, Verwaltungsleuten, whoever, wir müssen zwischen Business Intelligence Leuten, wir müssen eine Kommunikation herstellen. Und dafür, sorry, das ist jetzt der Werbeblock, ich habe etwas entwickelt, das heißt Rule Mapping, ein ganz einfaches Verfahren. Jetzt mache ich den ausführlichen Werbeblock. Wenn Sie wissen wollen, was Rule Mapping ist, in diesem Buch, herausgegeben von Florian Glatz und mir im Beck Verlag, vielen Dank, Herr Beck, ist ein Aufsatz drin über Rule Mapping, wo das ganz genau beschrieben ist. Warum ich das jetzt sage, es hat einfach einen Grund. Wir kennen wahrscheinlich, die meisten von Ihnen kennen Mind Mapping. Rule Mapping ist eine Art und Weise, wie man Regeln abbilden kann. Entwickelt eigentlich aus einer Arbeitstechnik von Juristen. Wie man Regeln abbilden kann und jeder versteht, was gemeint ist. Und alle im Raum können selbst komplizierten Regelgefechten folgen. Ich brauche so eine Form von Kommunikation, um überhaupt zu wissen, was ich gerade tue. Nehmen Sie das hier. Nicht lesen bitte, weil das lohnt sich nicht, Sie werden es sowieso nicht verstehen. Das ist das Asylbewerberleistungsgesetz, das zweitschlechteste deutsche Gesetz. Und es ist noch schlimmer, wenn man es liest, als das, was man jetzt hier nur sieht. Ja? Wenn Sie anfangen, das in Rule Mapping zu verwandeln, sieht es so aus. Dann haben Sie einen klaren Prozess, den Sie durchgehen können. Sie können in 10 Minuten Asylanträge und deren Leistungsprofile bearbeiten. Sie müssen es einfach nur auseinandernehmen. Ich will das jetzt gar nicht erläutern. Ich sage nur, so sieht das aus, wenn man das Ganze verändert und sichtbar macht. Und dann kann man natürlich entscheiden, was man über Bord schmeißt, was man nicht mehr braucht. Dann können die Programmierer sagen, ach, das soll ich programmieren, ist ja super, zum Teil ist es schon programmiert. So, das ist der erste Schritt. Kommunikation über Recht und Prozesse, mit anderen Worten über Regeln. So, der zweite Schritt ist, ich industrialisiere das ganze Zeug. Und was heißt industrialisieren? Das heißt standardisieren auf hohem Niveau. Und darüber haben wir ja heute Morgen schon viel gesprochen. Erstmal müssen wir das auf der juristischen Seite machen, wenn wir Wet Code in Dry Code verwandeln wollen. Also wir müssen standardisieren, wir müssen Lego for Law spielen. Wir müssen kleine Bausteine entwickeln, die sich über eine Wissensarchitektur zu großen Texten zusammenbauen, zu Schriftsätzen, zu Verträgen, zu Dokumenten und so weiter. Und damit eine semi-automatische Textproduktion starten. Und wenn ich unsere Breakout-Gruppe anschaue, die meisten waren der Meinung, dass fast alle juristischen Gebiete dafür geeignet sind. Dokumente, Verträge, Schriftsätze, Verwaltungsakte und so weiter, alles dieses kann ich erstmal industrialisieren. So, und der dritte Schritt ist dann, dass ich das Ganze in einer Blockchain implementiere. Warum? Naja, erstens, ich habe den Code schon. Ich habe ihn schon geschrieben. Das ist der Code. Weil das Rule Mapping ist nicht nur Code, weil es digital etwas abbildet, sondern es ist auch ein Parser. Hinter dem Rule Mapping steht eine Software und diese Software übersetzt automatisch den Rechtsregelcode oder überhaupt den Regelcode in
Naja, es ist jetzt nicht, das ist irgendein Code, aber jedenfalls im Blockchain-Code. Das ist kein Blockchain-Code. So, aber das die, nein, Flur, Oliver, es ist kein Blockchain-Code, das sehe ich. So, also das, ich kann parsen von etwas, was ich visualisiert und worüber ich kommuniziert habe, automatisch in Blockchain-Code. Und damit habe ich die Kommunikation bereits als Code und habe die Transparenz hergestellt, ohne die, ich glaube, werden wir nicht weiterkommen. Weil wenn auf der Blockchain lauter Zeug stehen, was wir nicht verstehen, und das war ja auch deine These, dann kann ich damit nicht weitermachen. Ja? Wir müssen komplette Transparenz haben über das, was passiert, wenn wir Regeln embedden wollen, also einbetten wollen. So, das Beispiel wäre, und das Riesenbeispiel in Deutschland wäre die Verwaltung, zum Beispiel die Asylverwaltung. Ich habe die Komplexität der Lebensverhältnisse, ich habe mehr komplizierte Regeln als je zuvor und wir wissen, es geht nicht, die Kompliziertheit der Regeln zurückzuschrauben. Einfachheit ist keine Lösung und Top-Down-Kontrolle ist auch keine Lösung. Beides funktioniert nicht, haben Spieltheoretiker und Komplexitätsforscher nachgewiesen. So. Also habe ich weiterhin eine Herausforderung für zwei Seiten. Ich habe eine Herausforderung für die Verwaltung, weil die muss den Mist umsetzen. Je komplizierter es wird, umso mehr brennen die Beamtengehirne, weil die müssen es ja machen. Und ich habe für Bürger und Unternehmen ein riesen kompliziert, das ist ja nicht komplex, es ist ja kompliziert, es sind Regeln. Aber ich muss Compliance machen. Also, und wenn das immer weitergeht, dann werden wir die Hälfte unserer Zeit mit Compliance verbringen, es sei denn, es fällt uns dazu was ein. Naja, und dann müssten wir halt sagen, erstens mal wieder Verständigung visuell, was sind eigentlich die Regeln? Dann finden wir zum Beispiel raus, was wir vielleicht auch schon wissen, dass sich ganz viele Regeln widersprechen, dass Compliance-Regeln zum Beispiel in verschiedenen Rechtsordnungen widersprüchlich sind und so weiter. Der zweite Schritt ist, wir industrialisieren Verwaltung. Wir machen aus der Asylverwaltung, das ist das Beispiel, weil wir da mal ein Pro Bono-Projekt gemacht haben, wir machen daraus eine automatisierte Produktion. Warum geht das eigentlich nicht? Ich habe doch im Prinzip, wenn ich aufs Oktoberfest als Wirt will, ja, dann muss ich nachweisen, dass ich irgendwie zuverlässig bin. Okay, zuverlässig ist relativ schwer zu kodieren. Das heißt, da steckt irgendwie noch eine Werteinstellung drin, die in Bayern natürlich unterstützt wird durch christsoziale Verhältnisse, durch vielleicht auch eine Form von finanzieller Unterlegung, durch was auch immer dahinter steckt. Ja? So. Aber am Ende muss einer entscheiden, ob ich zuverlässig bin. Aber die Regeln für Asylbewerber sind zum größten Teil, ob sie Wohnungen kriegen, ob sie Geld kriegen, welchen Schein sie wann bekommen, dieser ganze Wahnsinn, der diese Menschen zur Verzweiflung bringt, das lässt sich alles durch ein Datenblatt und eine automatisierte Produktion abdecken, wenn man es wirklich macht und wenn man es transparent macht. Also warum sollte man das nicht tun? Ich brauche die Daten und die Texte und das Ding muss rechnen können und ich brauche einen Prozess dazu und am Ende habe ich eine Verwaltungsentscheidung. Möglich ist das, wann? Heute. Ich könnte es heute machen. Der Staat müsste nur darauf einsteigen und sagen, wir wollen sowas machen und es gibt genug Anbieter am Markt, die dem Staat das bauen können. Bloß keine Silos, sondern offene Technologien. So, und der dritte Schritt ist, die Blockchain und damit nochmal der Begriff Embedded Law. Was verstehe ich eigentlich darunter? Vielleicht ist das jetzt schon klar geworden. Wir haben schon viel Embedded Law. Wir haben schon in den Legal Tech Anwendungen, die jetzt schon da sind, ganz viel Produktion, die eingebettet ist in Prozesse, die ich gar nicht mehr sehe. Da passiert irgendwas nach Regeln und nach Schritten und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Wenn ich das vorher gut gebaut habe, kommt auch am Ende das richtige Ergebnis raus. Das heißt, die Qualitätskontrolle ist vorverlagert. Und nichts anderes müssen wir mit Embedded Law machen. Embedded Law heißt, dass ganz viele Regeln, die ja immer komplizierter werden, für unser Gemeinschaftsleben, für unsere Verhältnisse untereinander, wie Regeln und Prozesse in die Systeme einsacken und die Systeme machen das selbst. So wie auch die Grundidee von Smart Contracts ist. Die vollziehen sich selbst. Das Ding ist nur, wenn das Ganze nicht transparent ist, dann haben wir unsere 500 Jahre alte Rechtsordnung mit dem Bade ausgeschüttet. Es muss also transparent sein. Wir müssen wissen, was wir dort tun. Vorsicht Zukunft heißt, wenn Sie heute Morgen geschockt waren von der Blockchain-Geschichte und dachten, das ist ein Hype,
dann schauen Sie da drauf. Das ist die alte Gartner-Visualisierung, die zeigt, was passiert. Wir sind im Moment in dem Hype drin, Peak of Inflated Expectations. Natürlich kommt jetzt irgendwann der Absturz und alle werden bemerken, dass die Blockchain vielleicht nicht ganz so komfortabel ist, wie man sich das vorstellt. Und dann geht das Ding langsam hoch, bis wir auf einem kontinuierlichen Produktivitätsplateau landen. Und genauso wird es sein. Also auch wenn wir jetzt im Moment in einem Hype sind, die Blockchain wird sich durchsetzen. Die kommt. Oder eine Blockchain-Technologie jedenfalls. Und damit kriegen wir dann Embedded Law. Richard Susskind, der englische Forscher, der schon sehr früh vorhergesagt hat, was alles im Rechtssektor passieren will, der hatte für Embedded Law ein ganz einfaches Beispiel. Ich gehe stärker ins Auto ein und da ist so eine Pusteeinrichtung. Und bevor das Ding losfällt, muss ich pusten. Und wenn es alkoholfrei ist, schaltet das Auto frei. Das ist okay, das ist auch Embedded Law, aber das ist vielleicht, sagen wir mal, die einfachstmögliche Anwendung. Aber es wird ja jetzt schon viel komplizierter. Ne? Wenn Sie iTunes nehmen, ja, Sie können iTunes natürlich Ihre Musikfiles benutzen, aber nur in einem bestimmten Nutzungsrahmen. Die Software sagt Ihnen, was Sie mit iTunes tun dürfen. Und wenn Sie nicht Manon oder jemand anders kennen, der damit umgehen kann, wie man das befreit, dann sind Sie an diese Regeln gebunden. Das heißt, die Regeln sind embedded. Die sind eingebettet in die Nutzung dieser Software. Das sind bestimmte Software-Nutzungsrechte oder Musik-Nutzungsrechte, die dort eingebettet sind. Und wenn Sie jetzt an das Internet of Things denken, wenn die ganzen Maschinen anfangen, miteinander zu kommunizieren und Ihr Kühlschrank tatsächlich selbstständig bei Amazon bestellt, ja, Sie wollen doch nicht ernsthaft, dass da irgendwelche Verträge ausgedruckt werden, sondern wenn es dann Regeln gibt, dann soll das Ganze doch so laufen, dass es absolut unterhalb der Oberfläche läuft und sich ganz sanft und ganz smooth einfügt und das Ganze einfach funktioniert. Und dass Sie jederzeit reingucken können und wissen, was passiert. Und dafür brauchen Sie im ersten Schritt die industriellen Rechtsdienstleistungen, weil wenn Sie nichts standardisiert und strukturiert haben, dann können Sie auch nichts embedden. Also Sie brauchen eine Architektur, Sie brauchen individuelle Datensätze und damit kriegen Sie eine automatische Produktion erstmal heute. So. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Verwaltung. Auch die Verwaltung kann ihre gesamten Prozesse embedden. Sie kann einfach datengetrieben die Sachen so bauen, dass ich die Eingaben habe, die Eingaben gegenüber Silos hinweg, wenn das Kindergeld Voraussetzung ist dafür, das hat gestern eine Hackerin gesagt, Kindergeld Voraussetzung ist für einen bestimmten Bescheid und das Kindergeld kommt erst in 3 Monaten und in der Zeit kriege ich das andere Geld. Und also dieser ganze Wahnsinn, der sich in verschiedenen Silos entwickelt, wenn ich das Ganze auf einer Landkarte packe, dann kann ich einen Großteil von Verwaltung embedden und damit unseren Ärger damit reduzieren und das, was da an Apparat ist, für andere Dinge nutzen, nämlich für mehr Bürgerfreundlichkeit und mehr Zugänglichkeit. So, wird es auf der Blockchain passieren? Höchstwahrscheinlich wird es auf einer Technologie passieren, die Open Source ist, das heißt, die sich einer kontinuierlichen technischen Entwicklung stellt, bloß keine Großkonzerne, die versuchen, auf die Blockchain irgendein Ledger draufzupacken und zu sagen, das ist jetzt das, wo wir den ganzen Staat mit abfackeln, sondern eine kontinuierliche technische Entwicklung, die immer wieder abgedatet wird. Dann habe ich natürlich auf der Blockchain die Automatisierung, ich habe das anonyme Vertrauen und ich habe es direkt, ich brauche keine Mittler. Also eigentlich all die Voraussetzungen, die ich mir immer gewünscht habe, um eine eingebettete Rechtsumgebung wirklich zu realisieren, die uns hilft und die nicht gegen uns gerichtet ist. Das ist meine Vorstellung von dem, was kommen wird. Transparent und ja. Und an jedem Punkt dieser Kette, an jedem einzelnen Punkt, werden wir Unterstützung durch, ich würde jetzt auch sagen, durch Machine Learning, nicht durch künstlich, also durch Machine Learning haben. An jedem einzelnen Punkt einer automatisierten Kette wird Machine Learning uns irgendwie helfen, dass das Ganze noch besser wird. An ganz vielen einzelnen Punkten. Nicht an einem Punkt, wo die Maschine versteht, was wir wollen. Oh ja. Bob, unser Philosoph, der muss ja bei mir immer kommen. The times, they are a changing. Danke.